Er ist ein grün-weißes Denkmal. Der Kapitän Steffen Hofmann. Die Zeit vergeht, aber er bleibt. War immer sehr stolz drauf, Rapidspieler zu sein, aber im Moment fällt es natürlich viel einfacher, weil sowohl in der Mannschaft als auch im Verein im Großen und Ganzen richtig gut läuft. Es ist der absolute Wille, den er in der aktuellen Saison ausstrahlt. Er spürt, da ist was zu holen. Salzburg und die anderen sind zu biegen. Noch einmal Meister. Das wäre doch was. Natürlich wissen wir, dass heuer die Möglichkeit besteht, ganz vorne zu stehen. Aber die Gefahr bei uns ist natürlich immer, dass man sich dann zu sicher ist, dass die Euphorie zu groß wird. Für uns als Mannschaft ist es natürlich wunderbar, wenn wir gefeiert werden. Aber innerhalb der Mannschaft müssen wir einfach ruhig bleiben und unseren Job machen. Hofmann mittlerweile 35. Die vielen Jahre als Profi, sie sind für seinen Körper nicht ohne Folgen geblieben. Ja, es gibt auch Spiele, wo ich eigentlich denke, puh, heute wird's eng, aber wenn man dann drin ist im Spiel und so drüber gehen kann über einen gewissen Punkt, dann läuft man einfach weiter. Er geht über den Schmerz, gibt alles. Hofmann! Hofmann! Tor! Jawohl! Tore, Assists. Hofmann ist gut drauf, Hofmann ist wertvoll. Ganz egal, ob er 30 Minuten auf dem Platz ist oder 90. Das weiß auch Zoran Barisic und hört auf seinen Kapitän. Es ist schon so, dass es Spiele gab, wo ich zu ihm gesagt habe, ich glaube, heute ist besser, wenn ich nur auf der Bank bin oder vielleicht gar nicht spiele. Wenn ich ihm sage, es geht mir gut, dann geht es mir gut. Und wenn ich ihm sage, Trainer, heute geht es mir nicht gut, dann geht es mir auch nicht gut. Und für mich ist einfach nur wirklich das Allerwichtigste, dass es Rapid gut geht und dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Und alles andere brauche ich nicht mehr. Im Sommer läuft der Vertrag aus. Die Zukunft ist offen, völlig offen. Es kann auch gut möglich sein, dass ich in 2 Wochen sage, ich höre auf im Sommer oder ich höre auf im Winter. Es macht keinen Spaß mehr, oder die Füße geben einfach nichts mehr her. Schauen wir mal. Der ewige Kapitän und die ersten öffentlich ausgesprochenen Gedanken an ein Karriereende. Aber ganz egal, ob er in 3 Monaten oder in 2 Jahren zurücktritt, was er für Rapid geleistet hat, bleibt für immer. Light there.